Das war ein großer Kampf. Und ich bin froh, dass wir noch leben. Mir geht es genauso. Nun bist du am Ziel deiner Reise. Reise nennst du das? Immerhin haben wir gerade die Welt gerettet. Schon. Das ist ja auch gut. Jedoch habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Du redest von deinem Arm. Du redest von deinem Aurikulki. Richtig. Das habe ich immer noch nicht. Neue Quest. Jaffas Aurikulki. Aber cool. Wir werden es noch finden. Finden? Das ist nicht das Problem. Ich habe mein Aurikulki schon lange gefunden. Das ist ja großartig. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Es ist unerreichbar für mich. Warum? Ich könnte es dir wegnehmen, ohne dass du es merkst. Doch das will ich nicht. Ich habe dein Aurikulki? Du bist mein Matar. Und deshalb darf ich es nicht einfach nehmen? Was ist es denn? Ein ganz persönlicher Gegenstand meines Matars und großen Vorbildes. Dein Hut. Mein was? Einst gehörte er Captain Stahlbart, einem der größten Piraten der Sitze. So haben wir nicht gewettet, also. Und du stehst ihm in nichts nach. Für mich ist der Hut das wertvollste Artefakt, das ich mir vorstellen kann. Es wäre mehr als eine Ehre für mich, wenn ich es eines Tages mein nennen dürfte. Das alles nur wegen dieses Dings? Du musst versuchen, es durch die Augen eines Gnoms zu sehen. Na gut, solange es dir gefällt. Natürlich. Es ist ja auch mein Aurikulki. Und wie lange weißt du das jetzt schon? Seit dem Tag, an dem wir mit dem Floß Takarigo erreichten, wusste ich, dass du eines Tages mein Aurikulki bei dir tragen wirst. Ich wusste nur noch nicht, was es ist. Doch heute bin ich mir sicher. Sag das doch gleich. Hier ist der Hut. Du gibst ihn mir? Einfach so? Na klar. Du bist jetzt nicht mehr mein Baby, Jaffa. Ab heute bist du ein erwachsener Gnom und darfst den Titel Matar tragen. Yippie, grande Topola Famosa! Große Freude, mein großer Kapitän! Schon gut, Kleiner. Du hast es dir verdient, wirklich. Wann segeln wir zu meiner Insel? Noch heute? Wow, langsam. Das weiß ich noch nicht. Na gut, ich hoffe bald. Danke. Vielen Dank, Kapitän. Du bist mein bester Freund. Oh, Scheiße, was hab ich gemacht? Wir haben es geschafft. Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt. Nicht immer so schnell die Hoffnung aufgeben, Kleines. Ach, du machst es einem aber auch nicht leicht. Wie auch immer, wir haben dieses Miststück besiegt und leben noch. Was passiert jetzt? Du bist der Kapitän und nach einer großen Schlacht könnte der eine oder andere sicher ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Aber wenn du meinst, das ist genug, dann sag's mir einfach. Na gut, ich sehe noch mal nach meiner Crew. Okay, komm einfach zu mir, wenn du hier fertig bist. Du weißt ja, wo ich bin. Ach so. Schade. Böse Frau. Kein gutes Voodoo. Sie ließ uns keine Wahl, als sie zu erledigen. Nein. Trotzdem wäre es besser gewesen, ihre Kräfte zu lernen, als sie zu vernichten. Du willst dich in einen Kraken verwandeln können? Nein. Mara hat keine Kampfkraft verschwendet, wo ihre Worte viel mehr erreichen konnten. Tatsächlich? Ja. Wie sie die Männer manipulieren konnte, war beeindruckend. Weißt du, das ist mir schon fast zu zivilisiert, was du da sagst. Ich lerne dazu. In der Tat. Das wiederum finde ich beeindruckend. Gut. Wir gehen jetzt besser. Ja, das denke ich auch. Wer hat denn noch was zu sagen? Kann ich schon keine mehr. Also... Gegensatz zu Petty. Hartnäckiges Biest. Kreist sich am Leben wie ein Rottwurm an seine Seite. Sie hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Nun ist sie erledigt. Und wir können hier wieder verschwinden. Wie geht's dir denn jetzt? Es ging mir nie besser. Dank deiner Hilfe haben diese fürchterlichen Visionen ein jähes Ende gefunden.
Was tut man nicht alles für seine Crew? Ja, du bist ein guter Kapitän. Obwohl ich den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag hätte. Ich ahne, was jetzt kommt. Aber ich denke, du behältst es besser für dich. Na schön. Vielleicht später. So, dann war der das. Dann Hawkins. Mann, oh Mann. Das war ja was. Ja, und jetzt ist Schluss. Ich hab die Schnauze voll. So wie ich dich einschätze, hält das nicht lange vor. Ich wette, du steckst in ein paar Wochen wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Das klingt ja richtig nett, wie du das sagst. Ja. Vielleicht sollte ich dich für diese Bemerkung Kiel holen lassen. Das würde auch nichts ändern. Kerle wie dich kenne ich. Du bist nicht so unrecht, Stahlbahnserbe. Der hatte auch immer ein Talent dafür, es sich in Schwierigkeiten zu bringen. Wir werden sehen. Allerdings. Da, die Patty wird mir gerade zu. Oh, ich wollte schon spielen. So, mir reicht's jetzt. Nichts wie weg hier. Ja, lass uns hier schnell verschwinden. Vielleicht noch eine kleine Sache, die ich dir sagen muss, bevor wir ablegen. Ach ja, was denn? Nun, ich weiß, ich kann manchmal ein Biest sein und... Naja, ich sag das auch viel zu selten, aber... Ja? Gut gemacht, mein kleiner Held. Ich gebe gleich meinen Prozess dazu ab, ne? Ja, was soll ich sagen? Oh, unser Schiff sieht aber nicht so toll aus, ne? Ich glaube, das war das Ende von Risen 2 Dark Waters. Wie es mir gefallen hat, war eigentlich geile Grafik, geile Hammer. Das sollte das PC-Spiel Oberhammer 1 sein. Hier kommen die Credits, das ist schon mal gut. Und ja. Das war's dann auch von diesem Let's Play. Ihr werdet noch die Credits sehen. Und ja, ich muss mich hier verabschieden schnell, weil ich was besorgen muss und so. Und ja. Bitte Let's Play dieses Spiel und guckt euch das an, bei mir vielleicht so. Daumen hoch für dieses Let's Play. Wenn nicht, dann Daumen runter. Favorisieren, wenn nötig. Und ja. Kommentieren, immer unterschreiben. Und ja, das ist doch mal ein stolzes Ende. Wie in Risen 1. So auch in Risen 2 Dark Waters. Tschüss. Tschüss. Yeah.
So, bin ich ja wieder. Meine Fresse, geht schon lange, ne? Und solange du nicht hast, diese Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Ja, ich kam gerade, ne? Was ist denn noch dran, alter Schwede? Hello, thank you, well, thank you. La, la. Ah, okay, jetzt kommt wieder so ein Artwork von der Woche. Erstaunlich, erstaunlich, genau. Erstaunlich, genau. Ja, 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 ja. Lasse das. Nein, unser Herz einspeichern. Naja, nicht alles, aber ist schon okay. Okay? Nur okay? Weißt du eigentlich, was ich alles durchgemacht habe? Ha, dann frag doch mal die anderen. Du warst nicht alleine, mein Freund. Ja, ja, schon gut. Siehst du, das ist immer das Problem mit euch Männern. Ach komm, jetzt hör schon auf. Das will doch jetzt nun wirklich keiner mehr hören. Außerdem trinkst du immer noch zu viel. Das Zeug macht mich wieder fit. Ja, klar. Und stinken tust du auch. Wie ein altes Rumpfass. Ist mir egal. Aber mir nicht. Ach, ich gebe auf. Ich gehe unter Deck. Ach, die gute Patty. Mistkerl. Das habe ich gehört. Ist doch wahr. Komm schon, sei wieder lieb. Ich überlasse dir auch das letzte Wort, ja? Und was ist, wenn ich das gar nicht haben will? Hey! Ach ja, die gute alte Patty. Wir sehen uns dann und ja, bis zum nächsten Let's Play, muss ich mal sagen. Next Let's Play, also nicht das endet hier und ja, sagen wir mal tschüss.